Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten FIFA 20 Potenzial-Experiment heute mit David Alaba, Leute. David Alaba, wir schauen mal, wie es laufen wird bis zum Karriereende. Eine interessante Sache, Leute. Das kann ich euch verraten, wird eine sehr, sehr interessante Sache. Ich würde gerne mal reinschreiben, Leute, was ihr denkt, was Alaba am Ende seiner Karriere für ein Rating haben wird. Ja, da werden wir mal schauen, Leute. Mal gucken. Wir lassen uns überraschen, Leute, ja. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Macht die 1 Milliarde Likes voll, ihr wisst Bescheid. Und das Wichtigste überhaupt in die Kommentare schreiben, Leute, ja. Welcher Spieler beim nächsten Mal drankommen soll. Ihr könnt da gerne jeden Spieler reinschreiben. Entweder ist es ein junger Spieler. Es kann auch ein alter Spieler sein, ja, also ist eigentlich egal, Leute, ja. Je nachdem, entweder wieder ein Spieler, der kurz vor Karriereende steht, oder ein Spieler, der noch ganz jung ist, den wir noch 10, 15 Jahre beobachten können, ja, was weiß ich. Könnt ihr entscheiden, also schreibt es gerne rein, Leute. Checkt noch gerne, wenn ihr Bock habt, meinen Shop aus, ja, Nice Designs, schwarz-weiß, als T-Shirts, Pullover, erstmal hier die Bändel rausmachen, was ist das denn? Hier, das Design, ne, in Rot, Blau, Grün, Orange, das ebenfalls in den 4 Farben und ganz, ganz viele weitere Designs. Wer Lust hat, gerne abchecken. Ja, Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice. LED-Lampe auch wie immer am Start. Handyhüllen auch am Start. Ja, Orange, Blau, Rot und Grün. Und gratis Autogrammkarte gibt es auch noch zur Bestellung dazu. Wer Lust hat, kann es mal abchecken. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Auf jeden Fall fresh. Und würde ich sagen, können wir direkt ins Video starten. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, Leute, welcher Spieler beim nächsten Mal drankommen soll. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was Alaba am Ende dieses Videos hier für ein Rating haben wird. Mal schauen, ob es einer richtig tippt. Und, falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, ihr Schlawiner, ihr wisst Bescheid. Und natürlich bis zum Schluss dranbleiben. Willst du offen, Leute. Würde ich sagen, starten wir rein. Ich danke euch fürs Einschalten. Bleibt dran. Wir starten direkt mit David Alaba. Let's go. David Alaba, 27 Jahre im Club, schon seit 2010. Bei Alaba kommt es mir so vor, als wäre er schon seit 20 Jahren Linksverteidiger bei Bayern. Aber der ist halt erst 27. Mega krass. 85er Potenzial. Der wird leider in Sachen Potenzial auch nicht mehr so viel möglich sein. Vielleicht geht er nochmal hoch auf einen 86. Der hatte auch mal in den Jahren heftigeres Potenzial. Der konnte teilweise so auf 88, 89, 90 hochkommen. Aber mittlerweile leider nur noch 85, ist jetzt auch schon 27, jetzt noch nicht so krass alt, ne? Aber auch jetzt kein mega krankes Talent mehr, muss man sagen, für die Zukunft, ist halt so. Trotzdem immer noch ein heftiger Spieler, ich finde einer der besten Linksverteidiger der Welt, Alter. Deswegen, momentan spielt er mehr Innenverteidiger bei Bayern, immer mal wieder. 34,5 Millionen, der Marktwert ist aber auch stabil, ganz ehrlich. Ist in Ordnung, auch noch 2 Jahre Vertrag, wir schauen mal auch hier, ob Alaba sogar Lust hat zu verlängern. Boah, 4 Jahre Ehrenmann, Alter. Will direkt nochmal bis 31 hier bei uns bleiben. Ich glaube, in echt habe ich das Gefühl, wird Alaba immer bei Bayern bleiben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Alaba irgendwie woanders spielt. Außer beim FC Bayern München. Aber gut, das wird man noch sehen in der Zukunft. Wir können uns nochmal ganz kurz hier irgendwie Tempowerte und so anschauen. Sprintgeschwindigkeit 87, Alter. Ist aber immer noch heftig, Alter. Antritt nicht so heftig, aber 87 Sprintgeschwindigkeit ist schon nice. Da wird auch noch einiges gehen, Leute, bei Alaba. Ist die Frage, ich glaube, da wird so vielleicht noch ein Stück nach oben gehen, aber dann auch relativ schnell wieder. Alaba ist doch nochmal hochgegangen, Alter, auf 86. Hätte ich ehrlich gesagt, ja, was habe ich, was heißt ehrlich gesagt, nicht mitgerechnet. Habe ich eigentlich schon mitgerechnet, dass er hochgehen kann. Aber ich glaube, mehr als 86 wird nicht drin sein, oder 87 wird er nicht hochgehen. Ich glaube, das Höchste, was ich bei Alaba mal hatte in der Karriere, war, glaube ich, 88. Ist aber auch, glaube ich, schon 2 Jahre her oder so. Da war Alaba mal auf einer 88er Bewertung. Ich glaube, das wird er dieses Jahr auf jeden Fall nicht toppen. Ich denke auch, dass ein 87 nicht drin sein wird. Ja, ich denke, auf 86 bleibt das Ganze hier, nehme ich zumindest an. Ja, man weiß nie, kann auch ganz anders laufen, aber ich glaube schon, dass hier nicht mehr so viel gehen wird. Hat voll die gute Freistoßpräzision immer noch, aber Alaba auch ein guter Freistoß-Taker, muss man ehrlich sagen. Auch in echt Longshot-Taker. Hat er eigentlich, müsste ja auch die Eigenschaft Freistoß-Spezialist, Free-Kick-Taker oder wie auch immer haben, Alter, weil der schießt geile Freistöße, auch in echt. In FIFA auch, aber auch in echt, Alter. Wir gucken uns nochmal den Marktwert an, 34,5 Millionen. 3 Jahre noch Vertrag. Keine Ahnung, ob der verlängern will. Na gut, müssen wir jetzt machen, Alter. Jetzt kamen wir da nicht mehr raus, Alter. Na gut, hat noch 2 Jahre vom Ding, um nach oben zu gehen. Danach wird es natürlich nur noch bergab gehen. Alaba ist weiter noch auf einer 86, habe ich ja gesagt, Leute. Ne? Das war eigentlich zu erwarten, dass Alaba auf 86 bleibt. Habe ich ja gesagt, der wird nicht mehr hochgehen. Nächstes Jahr ist die Frage, entweder nächstes Jahr wird Alaba sich noch auf 86 gehalten haben oder Alaba wird sogar runterdroppen auf 85. Könnte ich mir auch vorstellen. Sprintgeschwindigkeit 88 Tempo, Alter, mit 29 ist krass, Mann. Oha, Digga, tschu.
Das ist wirklich heftig, Mann. 88 Sprintgeschwindigkeit, 80 Antritt. Naja, gut, aber die Sprintgeschwindigkeit ist saftig, Alter. Wirklich saftig. Kann man mal so machen, würde ich sagen, ja. Und sonst Ballkontrolle, alles auch stabil. Wir schauen uns mal nochmal hier, ne, den Marktwert an, Leute. 39,5 Millionen ist aber auch saftig. Geht echt klar. Der hat nur 2 Jahre. Wir können mal schauen, ob der Bock hat zu verlängern. Ja, macht nochmal 3 Jahre. 91 Millionen. Boah. Also wenn jemand 91 Millionen Ausstiegsklausel für Alaba bezahlt, ich glaube, können wir machen, Leute, oder? Kann man wirklich machen. Alaba, 2 Jahre noch Vertrag, 30 Jahre alt, 86er Rating. Mal schauen, ob er noch ein Jahr hinten dranhängen will. Aber der will sogar noch eins machen, Alter. 107 Millionen Ausstiegsklausel. Hat sich weiterhin auf ein 86er Rating gehalten, Alter. Maschine. Maschine, der Alaba, Alter. Der hält sich. Der ist eine Maschine, Alter. Geil, feier ich. Der hält sich auf jeden Fall. Freut mich auf jeden Fall, dass er sich hält. Ja, deswegen, interessante Sache eigentlich, sehr, sehr interessante Sache. Mal schauen, okay, ist jetzt die Frage, wie lang er sich dann natürlich hält. Das muss man dann mal abwarten, weil ich denke mal, spätestens nächste Saison, wirklich, also allerspätestens nächste Saison, wird er hundertprozentig runtergehen, ja. Bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass er da runtergehen wird. Aber es bleibt natürlich abzuwarten, obwohl manchmal gehen die Spieler auch erst ab 31 runter. Ich meine, vielleicht hält er sich sogar noch ein Jahr. Ne, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er runtergehen wird. Nächstes Jahr wird er safe auf 85 sein. Ihr werdet jetzt gleich direkt sehen, aber kranker Marktwert immer noch. Ne? Immer noch 63,5 Millionen. Aber gut, Außenverteidiger sind immer ein bisschen mehr wert. Und da, er hat halt auch noch ein 86er Rating, ne? Muss man auch dazu sagen. Alaba, 85er Rating mittlerweile, 31 Jahre alt. Hat sich wieder gehalten, ne? Auf 85, Alter. Stabil, Alaba. Feier ich, Alter. 53 Millionen Marktwert. Junge, der Marktwert ist auch richtig hoch. Hat noch 2 Jahre Vertrag. Schauen wir mal, ob wir da 3 draus machen können. Können wir. Nice Sache, Alaba. Ich weiß doch, dass du verlängern willst, Bruder. Wir schauen mal Sprintgeschwindigkeit an. 88, Digga. What the fuck, ey. Das ist sogar noch mal ein Stück hochgegangen und da hat er sich auch drauf gehalten, Alter. Heftig. Krass, ey. Antritt ist nicht der allerbeste mehr, aber sonst Sprintgeschwindigkeit, krass. Okay, ich gehe mal davon aus, dass nächstes Jahr Alaba runterdroppen wird. Ja, ich bin mir sehr sicher, nächstes Jahr wird Alaba auf 84 sein. Aber trotzdem, Alter, das ist heftig, Mann. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, Alaba, Alter. Sehr, sehr nice Sache. Sehr, sehr geile Karte. Und hat sich sehr gut gehalten. Dafür, dass er 31 ist, immer noch ein 85er Rating, ist schon stabil. Aber wie gesagt, ich bin mir sehr, sehr sicher, hundertprozentig eigentlich schon, dass er nächstes Jahr auf 84 runtergehen wird, ja. Also, wenn er sich nochmal hält, wäre wirklich maschinenhaft, aber das ohne Scheiß wird zu schwer, Digga. Das packt er nicht, Digga. Das wäre krank, aber das wird er, bin ich mir hundertprozentig sicher, safe niemals packen. Alaba, 2 Punkte runtergegangen. Das ist krass. Hätte ich nicht mitgerechnet. Hätte ich wirklich nicht mitgerechnet, Alter. Das ist jetzt echt überraschend, Alter. 2 Punkte runtergegangen. Na gut. Was hat für Werte? Mal schauen. Aber immer noch 83 Tempo. Aber 5 Punkte runtergegangen. Tempo auch krass. Na gut, aber die Werte. Also ist okay, Mann. Der ist 32, Mann. Mittlerweile. Also von daher ist okay. Freistoßpräzision ist immer noch richtig barbarmäßig, Alter. Sehr, sehr geile Sache, Alter. Schusskraft ist auch noch saftig. Kurzer Pass ist auch noch okay. Ballkontrolle auch noch nice. Hat noch 2 Jahre Vertrag. 39 Millionen Marktwert. What? Digga, immer noch krank hoher Marktwert. Ah, der will nicht länger als 2 Jahre anscheinend machen. Du kannst mir nicht erzählen, Alaba, dass du mit 34 aufhörst. Also ich denke mal, einen kriegen wir noch. Ein Jahr kriegen wir noch. 3 Jahre. 35. Sollte machbar sein. Oder der hat so Bock wie Neuer, Digga. Macht einfach bis 42. Kennt er nichts. Ey, das wird... Also, ja, mal gucken, Alter, bei Alaba. Ich glaube, 3 Jahre macht er noch. 3 Jahre macht er noch. Easy, Leute. Man weiß nie, aber müssen. Das war's dann, Leute, mit David Alaba. Ihr habt jetzt gesehen, Leute, ja, Karriereende von David Alaba. Ich muss sagen, ich feiere Alaba übertrieben, auch bei Bayern, ja. Ich denke immer so, Alaba, der Typ ist schon seit, gefühlt ohne Scheiß, jetzt sei mal ehrlich, Alter, gefühlt ist Alaba seit 20 Jahren bei Bayern. Immer Linksverteidiger gewesen, auch mal Innenverteidiger, immer mal wieder, wenn jemand ausfällt. Aber gefühlt seit 20 Jahren ist der Linksverteidiger bei Bayern. Ich weiß gar nicht, wer war vor Alaba? Wer war vor Alaba Linksverteidiger, Digga? Schreibt's mal rein, wenn ihr es noch wisst. Wer war vor Alaba Linksverteidiger? Junge, Vinny Sagnol? Aber der war rechts, glaube ich, ne? War der rechts oder links, Vinny Sagnol, ey? Keine Ahnung, geiler Verteidiger damals gewesen, Vinny Sagnol. Kann sein, dass der vor Alaba noch da war. Ich weiß sonst echt nicht, wer vor Linksverteidiger war. Ohne Scheiß, Alter. Contento hatten die mal. Aber der war nicht Stammspieler. Da war Alaba auch schon da, ne? Piaten, so ein Pranjic hatten die auch mal. Der war auch mal Linksverteidiger, aber ich glaube, da war auch Alaba schon da. Deswegen keine Ahnung, Alter. Schreibt mal gerne rein, Leute, ja? Wenn ihr es wisst. Lasst mir mal gerne ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren. Glock aktivieren. Täglich einschalten. Macht ihr einmal gerne Likes voll, Leute. Und checkt mal gerne meinen Shop aus. Wenn ihr Lust habt, nice Designs, schwarz-weiß als T-Shirts, Pullover, wie man rot, grün, blau und in orange, Leute. Ja, checkt mal gerne aus. Das Design gibt es hier in den 4 Farben. Das hier gibt es auch in den 4 Farben. Also checkt gerne aus. Viele, viele weitere Designs auch in diesen 4 Farben am Start. Ja, Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice. LED-Lampe haben wir auch. Natürlich wie immer. Handyhüllen, orange, blau, rot und grün gibt es auch. Und gratis Autogrammkarte gibt es auch natürlich, ja.
Also gerne abchecken, wer Lust hat. Ah, das wollte ich noch eben sagen, genau. Gefühlt ist Alaba schon seit 20 Jahren bei Bayern. Aber der Typ ist irgendwie, also in echt jetzt, ich glaube, der ist jetzt 27 oder 28, ja. Also gefühlt spielt der schon auf Linksverteidiger, seit der 7 ist. Ich schwöre es euch, Alter. Alaba kommt echt so vor, ey. Na gut. Leute, schreibt wie immer gerne in die Kommentare, welchen Spieler beim nächsten Mal sehen wollt. Entweder ein sehr, sehr junger Spieler, den wir noch 10, 15 Jahre beobachten können. Oder wie, ja, Alaba, naja, ein bisschen älterer Spieler, ja. Der vielleicht kurz vorm Karriereende steht. Wer weiß, Leute. Wer weiß. Schreibt es gerne rein. Und dann schauen wir mal, Leute, ob der beim nächsten Mal drankommt. Vielleicht oder erst beim übernächsten Mal. Ich versuche, alle Spieler nach und nach zu machen. Ja, das heißt, wenn ihr einen Wunsch habt, packt es einfach in die Kommentare. Und irgendwann, das verspreche ich euch, Leute, irgendwann wird euer Spieler drankommen. So sieht's aus. Ob beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal, kann ich euch nicht versprechen. Aber irgendwann wird er drankommen. Ich versuche, alle möglichen Spieler zu machen. Natürlich nur die Top 100, Top 200 oder so. Ne? Und die kranken Talente. Ich kann natürlich jetzt auch nicht jeden Spieler machen, Digga. Dafür gibt es zu viele. Ja? Schreibt es gerne in die Kommentare. Also lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt, Leute. Kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten und die eine Milliarden Likes mindestens voll machen. Ihr wisst Bescheid. Wäre auf jeden Fall fresh, Mann. Ich würde mich sehr freuen. Aber bis dahin sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einschalten würdet. Wenn ihr Bock habt, macht es. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, Digga. Aber ich würde mich sehr auf jeden Fall darüber freuen. Und beim nächsten Mal natürlich auch wieder bis zum Schluss dranbleiben. Die Leute, die bis hier geguckt haben, sind die größten Ehrenmänner, würde ich einfach mal sagen. So sieht's aus. Also Leute, macht's gut. Checkt den Shop noch aus. Schreibt rein. Abonnieren, Glocke aktivieren, ist das Wichtigste. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Lust habt. Ich hoffe, ihr seid dabei. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschaußen.